Ich habe so viel zu tun, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe gar keine Zeit zum Lernen. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das alles im Alltag noch unterkriegen soll. Wir können uns vorstellen, alle Aufgaben, die wir erledigen wollen, sind Steine. Und die Zeit, die wir haben, die ist ein Glas. Und nun möchte ich alle meine Aufgaben in der Zeit erledigen, das heißt alle meine Steine in das eine Glas reinbekommen. Und häufig machen wir dabei die Erfahrung, die Steine passen eben nicht alle in das Glas. Und dann muss ich die Entscheidung treffen, welche Steine dürfen rein, welche sind mir so wichtig und welche Steine lasse ich bewusst draußen. Also ich treffe mich gleich mit meiner Lerngruppe, mit der ich mich auf die Prüfung in Thermo vorbereite. Und ich muss die ganzen Unterlagen dafür organisieren. Also hier haben wir das Material zu den Tutorien. Und das hier sind die ganzen Altklausuren, die ich auftreiben konnte. Und die ganzen Lösungen sind da auch drin. Ein wichtiger Schritt für die Lernorganisation ist die Frage, was wirklich für den Lernprozess wichtig ist und was vernachlässigt werden kann. Mit dem iPad schauen wir uns die Vorlesungsvideos an. Das hier ist das Material zu den Globalübungen. Das sind unsere Lehrbücher. Und das hier ist das Material zu den Elementargleichungen. Die sind zwar bisher nur in einer einzigen Altklausur drangekommen, aber man weiß ja nie. Bewusst unperfekt sein und damit besser. Das heißt auch, im Semester zu entscheiden, welche Prüfungen will ich ablegen und welche nicht. Denn je mehr Prüfungen ich habe, desto weniger Lernzeit bleibt natürlich für jede einzelne Prüfung. Und mir hat gerade jetzt noch eine Kommilitonin geschrieben. Oh, die wollen noch Musterlösungen und ein paar Übungsvideos. Ja, okay. Ja, das war's dann auch eigentlich. Setzen Sie Prioritäten bei der Prüfungsvorbereitung. Unterscheiden Sie zwischen Grundkenntnissen und Detailwissen. Zwischen dem, was ganz sicher in der Prüfung drankommt und dem, was vielleicht drankommt. Kann ich jetzt versuchen, das passt da nie rein. Okay, ich brauche eine zweite Tasche. Manchmal passen halt nicht alle Steine ins Glas. Dann muss man Entscheidungen treffen, das heißt Prioritäten setzen. Also festlegen, ganz klar sagen, was ist jetzt wirklich wichtig und wirklich dringend. Und was ist vielleicht weniger wichtig und weniger dringend? Danke. Wenn man Schwierigkeiten hat, zu entscheiden, welche Aufgabe man als erstes erledigen sollte, dann hilft die Eisenhower-Methode. Hier malt man ein Quadrat mit vier Feldern. Auf der einen Seite wird die Wichtigkeit dargestellt, auf der anderen die Dringlichkeit. Und dann sortiere ich meine Aufgaben in diese vier Quadrate ein. Man verteilt seine Aufgaben also nach den Kriterien wichtig, unwichtig, dringend und nicht dringend auf die vier Quadranten. Eisenhower schlägt für jeden der Quadranten eine entsprechende Umgangsweise vor. Wichtige und dringende Tätigkeiten sollte ich sofort erledigen. Wichtige und nicht dringende Tätigkeiten sollte ich terminieren und später erledigen. Nicht wichtige, aber dringende Tätigkeiten sollten einfach schnell delegiert oder schnell selbst erledigt werden. Und nicht wichtige und nicht dringende Tätigkeiten sollte ich gar nicht erst einplanen. Dieses Zeitmanagement-Tool kann man sowohl für die Prüfungs- als auch für die Tagesplanung gut verwenden. Ich habe jetzt einfach mal versucht, meine Lernvorbereitung für die Thermoprüfung hier in die Eisenhower-Matrix einzuarbeiten. Also die Altklausuren und die Vorlesungsvideos sind am allerwichtigsten. Deshalb habe ich die bei wichtig und dringend einsortiert. Und das Material für die Tutorien und die Globalübungen ganz genauso. Da konzentriere ich mich jetzt erstmal drauf.
Die Lehrbücher wären mir schon wichtig gewesen für das Hintergrundwissen, aber dafür habe ich jetzt einfach keine Zeit mehr. Also wichtig, aber nicht dringend. Dafür plane ich dann das nächste Mal einfach extra Zeit ein. Es gibt einige Lehrbücher zu Detailfragen. Das ist schon dringend, weil das jetzt für die Klausur relevant sein könnte. Aber das gibt entweder nur wenige Punkte oder kommt nicht dran. Also dringend, aber nicht unbedingt wichtig. Das kann ich dann einfach machen, wenn ich noch Zeit habe. Die Übungsvideos habe ich bei nicht wichtig und nicht dringend einsortiert. Man muss die Übungen ja schon selber machen, sonst bringt das ja eigentlich auch nichts. Da kann ich die Übungsvideos auch gleich komplett rauslassen. Und die Musterlösung ganz genauso. Im Endeffekt betrügt man sich ja damit auch nur selber. Ja, das ist mein Lehrplan. Der ist jetzt auch schon auf jeden Fall deutlich übersichtlicher. Und es passt definitiv alles in meine Tasche. Jetzt habe ich ja aber nicht nur das Lernen, auf das ich mich konzentrieren muss, sondern ich habe ja auch noch einige Aufgaben im Alltag, auf die ich mich konzentrieren muss. Und deswegen habe ich versucht, die auch in die Eisenhower-Matrix mit einzuarbeiten. Einfach, um das Ganze besser organisieren zu können. Zum Beispiel habe ich ja einen Nebenjob. Ich arbeite bei uns als studentische Hilfskraft im Institut. Und das ist schon wichtig und dringend, weil ich da gerade Fristen habe, für die ich auch die Verantwortung trage. Außerdem versuche ich zweimal die Woche, meine Wohnung zu putzen. Es ist zum Beispiel dringend, dass der Müll geleert wird, aber es ist nicht unbedingt wichtig, dass ich das selber erledige. Also dringend, aber nicht wichtig. Und deshalb putzt mein Freund jetzt für mich die Wohnung während meiner Prüfungsphase. Und danach werde ich dann für ein paar Wochen für ihn die Einkäufe übernehmen oder so. Ja, außerdem spiele ich auch noch Tennis. Ich habe eigentlich zweimal die Woche Training und das ist mir schon sehr wichtig, weil es mich entlastet und entspannt. Aber dringend ist es gerade nicht. Deshalb werde ich das auf einmal die Woche reduzieren. Ja, und dann surfe ich abends gerne noch auf Facebook oder Instagram. Aber das ist jetzt während der Prüfungsphase weder wichtig noch dringend. Deshalb lasse ich das einfach komplett weg. Ja, so sieht jetzt also mein Lernplan aus. Ich beschäftige mich jetzt mit den Altklausuren, den Vorlesungsvideos und dem Material zu den Tutorien und den Globalübungen. Außerdem jobbe ich einmal die Woche. Alles andere wird fest eingeplant, delegiert oder fällt eben komplett weg. Was wichtig und was dringend ist, beziehungsweise was nicht wichtig und nicht dringend ist, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn das schwer fällt, dann kann folgende Frage helfen. Was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Tag vor der Klausur zu lernen hätte? Was würde ich dann lernen?